Florence took me home with her. And Florence is Mother a lawyer, hadn't been expecting twins and had a healthy baby. I guess she was just happy for Florence to clean up. Take away the evidence that this was anything but a happy occasion. Okay, ich glaube. Boah! Boah, Leute! Boah, hab ich mich erschrocken, ey. Oh, was ist das denn? Aber Florence, das muss ich mir auf jeden Fall... Boah. Ey, was ist das? Boah. Okay, boah, hab ich mich jetzt erschrocken. Okay, jetzt wissen wir auch, was Database Checker ist. Das ist nämlich hier ein Programm, in dem man anscheinend die Videos alle sehen kann, wie viel man schon gesehen hat und wie viele nicht. Ganz interessant, glaube ich. Und, boah, wie viele schon. Boah, aber dieses, ich denke, dieses Gesicht gehört, ist ein Hinweis. Entweder war ich richtig, also irgendwas muss da sein. Ich weiß noch nicht was, aber das ist auf jeden Fall da etwas, was ich... Florence, okay. Hier haben wir neue. Aber ich wollte erstmal... Ach komm, guck, jetzt bin ich gerade dabei. Across the road, where my parents first lived there, was a midwife called Florence. When Hannah was born, I was born at the same time. The midwife was there to help. I'd been throttled by the cord, probably wrapped around my neck by Hannah. The midwife told my mother I was dead. Was? But I wasn't. She wrote all this stuff in a diary. Amazing what people will admit to on paper. Okay, Leute, also... Boah, Mann, Leute, hört doch auf damit! Boah! Ach du Scheiße, ich erschrecke mich immer. Ne, das geht gar nicht. Also Florence, das ist ganz wichtig. Also dieser Charakter muss ganz wichtig sein. Und also Florence, ich habe jetzt gerade Diary aufgeschrieben. Florence, Hannah ist auch auf jeden Fall auch ein wichtiges. Und tot. Denn Florence hat gesagt, dass sie tot ist. Es kann ja irgendwas, also da muss schon irgendwas sein. Was ist, da kann schon... Muss schon verrückt sein. Also, ne? Und ich werde hier Florence dead. Das war auch Florence. Glaube ich. Muss ja. Da kam auf jeden Fall Florence vor. Florence raised me in her home. I never left it. She kept me out of sight. It wasn't odd for people to see a midwife with a baby, carrying in supplies, washing nappies, that sort of thing. I never knew any different. I grew up looking out of my window and seeing her across the road. I thought it was like a reflection in the mirror. She was me. Okay, keine... jetzt mit Polizeisirenen. Also keine Ahnung, was da... Alter Schwede, was ist da los? Also, was ich jetzt gerade so verstanden, oder wie ich das jetzt so oft verstanden habe, ist, dass Florence sie als, sozusagen als Sklave gehalten habe. Das sollte ich auch mal eben als Stichwort mir aufschreiben. Und ich vermute, also das ist jetzt gerade nur eine vage Vermutung, aber irgendwie, dass Florence den so als Typ, der die so wegnehmen möchte. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Keine Ahnung. aber das werde ich mir mal merken. Florence und Slave und
keine Ahnung. Also das ist auf jeden Fall auch ganz wichtig. Schau ich mal das nächste. Also Florence ist hier echt... Florence was a warm, kind person. Florence ist gerade eine richtig wichtige Person. She's broken, I guess. When I found her diary, I also found a biscuit tin with other stuff in it. Older papers, letters, that kind of thing. Her story wasn't there. I never really spoke to her about it. I was far too young to really understand. I guess I just put it together later, once I was older. She had loved children, planned to have a large family. But her husband died in the war. Okay. And that was about to be married for life. She never felt like she could marry again. Isn't that strange? She was a widow from her 20s. But, I mean, I guess it was different then. You know, you married for life and she felt she could never marry again. I guess it was harder, a war widow. One of the dead. I don't know, maybe there was more to it than that. I don't really know. Scheiße, ich krieg immer Gänsehaut. Weil ich zock ja keine Horror-Games, wenn ihr mich vielleicht kennt. Also es ist auch wieder Florence und jetzt Florence Husband War. Das ist wichtig, denn Florence hat einen Mann gehabt. Das werde ich mal eben. Boah, der Zettel ist ja, sieht ja jetzt schon aus. Also Florence. Husband died in war. Ich hoffe, das könntet ihr jetzt verstehen, aber Husband died in war, habe ich gerade gesagt. Also das ist auf jeden Fall auch wichtig. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall im richtigen, auf dem richtigen Weg, weil dieses Gesicht, was da die ganze Zeit erscheint, das muss ja irgendwas damit zu tun haben. Das kann ja sonst nicht sein. No. It was just me and her. It was the name they were going to call their first child. They talked about it and were going to try when he came back. Florence's family had a history of firstborn girls, so they were convinced it was going to be a girl. It's hard to know if this is all true. These are stories I remember that I read when I was a child. Maybe I misread, maybe I misunderstood. Sometimes it's hard to remember what happened last week. Okay, das war anscheinend nicht so wichtig. Hatte auch ehrlich gesagt nicht so wirklich was mit Florence zu tun. Also, das war jetzt schon etwas heftig, was ich jetzt alles hier entdeckt habe. Also, es muss auf jeden Fall irgendwas mit Florence zu tun haben. Und, die waren alle wichtig, diese Videos. Also, irgendwas muss mit Florence sein, dass der, ihr Mann gestorben ist im Krieg. War. Suche ich mal War. Da ist nämlich noch ein Video. When we weren't together, we'd send secret messages by tapping out a code that we'd learn from a book. The knock code. Something prisoners of war would use. We'd tap them out on radiator pipes or the attic floor. Okay, das war auch wieder nicht wirklich nötig. Also es ist unnötig, auf jeden Fall. War ist also erstmal gestrichen, brauchen wir nicht mehr. Aber ich wollte mal eben nach der Diary suchen. Da ist nämlich auch nochmal wieder ein Video. Nein.
He doesn't keep a diary. That's my thing. I've kept one, well, as long as I can remember, since I was a girl. Helps make sense of my day. And when you're forced to put something into words, just gives you perspective. Everyone's on the same page. Okay, das war auch wirklich unnötig. Brauche ich auch nicht. Hier ist noch ein Video. It just became our way of life. We would swap places and take it in turns to do things. And we were very careful. Whoever had been out that day would come back and write a detailed diary so that we were on the same page. We had a list of rules that said what we could and couldn't do in any given situation. It was exhaustive. We lived a second life through those rules. Rules for things that could only ever happen inside our imaginations. And we would consider all the permutations of future events and agree rules to walk our way through them. Okay, das war auf jeden Fall auch nicht wirklich nötig, das, nötig. Mein Gott, was ist los? Ich werde mal eben hier meine Tastaturbeleuchtung anders umstellen. Na, kann ich leider nicht. Fuck. Okay, dann halt nicht. Okay. Florence habe ich jetzt auf jeden Fall wichtig und Hannah wollte ich auch mal eben suchen. Das kam nämlich auch gerade in den ganzen Florence-Dingern vor. Ist auf jeden Fall auch wichtig. Was? Okay. Yes, my name is Hannah Smith. Oh, shit. Sorry. Heißt sie Hannah? Okay, das finde ich jetzt gerade ein bisschen komisch. Heißt sie Hannah oder was? Okay. Okay, die hat da die ganze Zeit einen Morse-Code, den ich natürlich jetzt nicht lösen kann, weil ich natürlich jetzt, das ist ein bisschen doof, aber ich werde mir das mal eben aufschreiben, dass hier der Morse-Code benutzt wurde. Und natürlich auch wieder unnötig, weil war jetzt nicht wirklich wichtige Info. Und Eve, das ist vielleicht noch ganz wichtig. Mein Name ist Hannah. H-A-N-N-A-H. Okay, sie heißt Hannah. Ist Poundrake. It reads the same backwards as forwards. It doesn't work if you mirror it though. It's not quite symmetrical, but well, I mean, you get the idea. Sorry. Hannah Smith. I live at 31 Gladstone Street. Gladstone Street. Muss ich auf jeden Fall auch aufschreiben. Gladstone Street. Also, Florence ist auf jeden Fall wichtig. Hannah Smith. Ist Name, Info, Hannah und ja. Brauche ich aber auch nicht hinzufügen. She recognized me from the window. She told me to come inside and she hid me. They had made the attic into a place where Hannah could play. It was a dollhouse. She hid me up there. No one else ever went into the attic. It was her place. Boah, Alter! Leute, ey, was ist los? Ich krieg Gänsehaut und ich erschreck mich immer. Das ist richtig gruselig.
Also es hat auf jeden Fall, also Hannah, sie redet in der dritten Person von sich. Habe ich das, entweder, also sie heißt anscheinend Hannah Smith, was natürlich, oh mein Gott, hat die vielleicht, ist sie vielleicht krank im Kopf und hat vielleicht, ist vielleicht schizophren, kann das sein? Denn sie redet die ganze Zeit in dritter Person von sich und macht die, auch diese Morse Codes, hat sie ja gesagt, sind von ihren, ist mit ihrer, hat sie mit ihren Schwestern oder mit ihrer Freundin gemacht. Aber es kann natürlich sein, dass sie ja das die ganze Zeit selber für sich gemacht hat. Auf jeden Fall auch wieder Hannah. Auf jeden Fall auch wichtig. Hannah Smith suche ich jetzt mal. Okay, das ist natürlich jetzt nicht so wichtig. Hannah und was kann ich noch? Florence. Na, ja, da wird auch nicht sehr viel. Hannah. Eve. Ah, Eve.